Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Heavy Rain. Dann schauen wir doch mal. Irgendwo in der Natur? Einmal. Guten Abend. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine Scheißspielchen. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die Scheißkasse auf, Mann. Okay. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Gucken wir mal langsam. Nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen deine Scheißaugen, wenn du nicht aufmachst. Los! Sie würden mir mein Geld nicht stehlen, Sir. Es gehört mir. Ich bitte Sie, gehen Sie, bevor es zu spät ist. Mann, du Penner! Mach das Ding auf! Ich leg dich sonst um! Nur nicht umdrehen. Nein, das kann ich nicht tun! Fuck! Weg damit! Los! Hände hoch! Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Okay. Keine Panik, ganz ruhig. Niemand will sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Haben Sie jemanden, der Ihnen wichtig ist? Eine Freundin? Familie? Ja, ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Sie heißt Jessica. Was würde Jessica jetzt von Ihnen denken? Fragen Sie sich, was wird aus ihr, wenn's schief geht? Sie haben noch nichts Schlimmes getan. Wenn Sie die Waffe wegnehmen, vergessen wir, was passiert ist. Und das war's dann. Sie gehen einfach. Nichts Schlimmes? Scheiße, Mann! Was glauben Sie, was ich hier mache? Ich möchte, dass Sie die Waffe in die Tasche stecken und aus dem Laden gehen. Mein Freund und ich vergessen, was passiert ist. Und Sie kriegen eine zweite Chance auf ein anständiges Leben. Was meinen Sie? Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Okay, schauen wir mal rein. Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Shelby, ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt.
Ja, höchstwahrscheinlich. Also ein bisschen braucht man am Anfang vom Kapitel immer das reinzuladen. So. Mal los. Und hier aber ein geräumiges Apartment. Muss ich sagen. Nicht schlecht. So, ja, eine Runde Duschen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wohl, warte mal. Ich glaube, wir gönnen uns hier erstmal noch was. Ohne Wasser? Ja, warum nicht? Geht ja auch so. So, dann ab und in die Dusche. Eine Runde abtrocknen. Die gleichen verschwitzten Klamotten wieder anziehen. Na gut, du hast sie auch nicht großartig gewaschen. Nur ein bisschen nass gemacht. Alles klar. Ich glaube, sonst haben wir erstmal nichts mehr. Dann passt das soweit. So, was hatten wir hier noch? Eine Uhr. Ja, spät genug, so wie es aussieht. Vielleicht noch irgendwas zu trinken schnappen. Ah, da ist der Kühlschrank. Ja, wie gesagt, geräumige Wohnung.
Dann halt nicht. Na komm. So, geht doch. Ich glaube, sonst haben wir erstmal hier nichts mehr. Strecken wir uns noch einmal. Ich glaube, das war's aber schon. Ah, okay, das ist einfach nur hier zum Runtersteigen. Okay. Gut. Ja, schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Oh, es hat mal geklappt. Oh, Wunder. Obwohl, naja, komm. Achso. Ach du, füllst du sie in ein Glas um? Okay. Vielleicht mal zu. Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Mhm. Ja, du sollst... Darum bitte. Ja, versuche rauszukommen. Ah, das sind zwei, ich dachte gerade. Ja.
So, nehmt die Lampe. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Ja, schauen wir uns das auf jeden Fall mal noch an. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Na gut. Hört man dann ins Auto. Ziehen wir uns mal unauffällig. Das sieht doch gut aus. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm.
Alles klar. So, dann versuchen wir hier gleich mal oder in der nächsten Folge durchzukommen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Auf jeden Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Ich...